zum Beispiel, ich konnte nie beim Küssen die Augen zumachen, weil ich immer dachte, ich kriege einen Knüppel über den Kopf, oder? Mhm. Aber bei Kathy geht es halt, da habe ich das Vertrauen. Hat mir dann noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich sitze hier gerade an einem Fluss, es ist wunderschön, ich wünschte, dass du hier wärst, ich liebe dich und bis später. Und das war im Prinzip da, zu der Zeit dann das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Es war eigentlich der erste Mensch in meinem Leben, der mir auch mal ein nettes Wort gegeben hat und der mich auch mal in den Arm genommen hat. Das gab es in meiner ersten Ehe nicht und auch in meiner Kindheit nicht. Das war eine sehr, sehr, ein junges Mädchen, kam aus einer guten Familie, Ärztefamilie. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich liebe dich und übrigens, ich bin drogenabhängig. Wäre vielleicht der richtige Ansatz gewesen, aber das habe ich nicht getan. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Glauben Sie, Sie kennen Ihren Partner in- und auswendig? Glauben Sie, dass Sie jede Geste, jede Äußerung gleich richtig verstehen? Was aber, wenn sich plötzlich ganz unbekannte neue Seiten auftun und Sie im schlimmsten Fall den eigenen Partner gar nicht mehr wiedererkennen? Mein Partner, das unbekannte Wesen, das ist heute unser Thema im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Als Sie sich, Katja Martini, im Juni 22 von Ihrem Mann verabschiedet haben, da ahnten Sie noch nicht, dass es ein Abschied für immer sein würde. Ihr Mann Pietro wollte in die Berge zum Klettern gehen und kehrte nicht zurück. Was mit ihm geschah und welches dunkle Geheimnis hinter seinem plötzlichen Verschwinden steckt, das erfahren wir von Katja Martini. Herzlich willkommen. Sie, Benedikt Meyer, lebten als Freestyle-Skifahrer ein Leben auf der Überholspur. Doch immer neue Verletzungen haben ihr Leben dann zur Qual gemacht. Sie wurden drogensüchtig und depressiv. Und sie haben Seiten entwickelt, die sie für ihre Partnerin, aber auch für sie selbst zu einem unbekannten Wesen werden ließen. Was das für ihre Beziehung bedeutet hat und wie sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen konnten, das hören wir von Benedikt Meyer. Hallo. 30 Jahre lang glaubten Sie, Christa Mehnhardt, mit Ihrer großen Liebe ein glückliches Leben zu führen, bis Sie durch Zufall herausfanden, dass Ihr Mann Sie belügt und betrügt. Für Sie brach eine Welt zusammen, Sie wollten sich sogar das Leben nehmen. Wie Sie es geschafft haben, neuen Lebensmut zu schöpfen, hören wir heute von Ihnen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Christa Mehnhardt im Nachtcafé. Ganz besonderen Herausforderungen müssen Sie sich stellen, Katja und Michael Richter. Denn die Lebenswelten, aus denen Sie kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Jahrelang lebten Sie, Michael Richter, auf der Straße, bis Sie die wohlhabende Katja kennen und lieben lernten. Was das für Ihren Alltag bedeutet, ob aus Ihren zwei Welten eine wurde und welche Rolle Ihr Hund dabei spielt, das erzählen uns Katja und Michael Richter. Herzlich willkommen. Was passiert, wenn wir plötzlich ganz neue Seiten an unseren Partnern entdecken? Ganz besonders, wenn es dunkle und abgründige Seiten sind. Mit diesen Fragen beschäftigen Sie sich, Dr. Pablo Hagemeyer, in Ihrer psychotherapeutischen Praxis und in Ihren Büchern. Sie wissen auch, ob Geheimnisse einer Partnerschaft gut tun und ob wir nach dem heutigen Nachtcafé besser noch mal einen prüfenden Blick auf unsere Partner werfen sollten. Hallo im Nachtcafé, Herr Hagemeyer, und hallo noch mal an die gesamte Runde. Herr Hagemeyer, Geheimnisse vor dem Partner zu haben, ist das denn immer schlecht? Alles zu wissen macht die Nase beschissen. Oh, das sagt mir meine Frau immer wieder. Tatsächlich? Wenn ich dann was wissen will. Was ein Spruch am Anfang. Entschuldigung. Ja, nee, gut. Aber das ist so ein Korrektiv, weil wir brauchen Geheimnisse. Die müssen ja jetzt natürlich nicht dramatisch sein. Es kann ja irgendwas Irrelevantes sein. Es wäre furchtbar langweilig, glaube ich, wenn wir keine hätten. Wie sieht das bei Ihnen so grundsätzlich in Beziehung aus, Frau Martini? Gibt es da Dinge, die Sie auch gern für sich behalten? Also sind Geheimnisse okay? Also ich finde, das muss und das darf auch sein. Ja. Weil man ja trotzdem immer noch ein eigenständiger Mensch ist. Und ich finde, da hat man auch ein Recht,
auf ja, dass man eben nicht immer alles mit dem anderen teilen muss, aber ich finde, in den wesentlichsten Sachen oder was den anderen eben auch angeht, da ist es schon wichtig, dass man da miteinander spricht. Müssen wir alles voneinander wissen? Naja, also ein Geheimnis fällt mir jetzt nicht ein, aber ich denke, alles wissen kann man gar nicht. Also Sie sagen einerseits, ein bisschen Geheimnis sollte da sein, das hält es spannend. Mhm. Ist es auf der anderen Seite so, dass wir auch die Sicherheit brauchen, dass wir auf den Partner bauen können? Absolut. Also wir müssen, eine gesunde Beziehung ist ja eigentlich eine Freude, nicht? Und ein Gewinn für uns. Und wenn das nur mit Geheimniskrämerei und Intransparenz zu tun hat, dann ist es belastend. Also klar, ein bisschen Geheimnisse, aber das meiste transparent natürlich und auch ähnlich vor allen Dingen. Wir müssen ähnlich sein in der Beziehung, damit die gut läuft. Okay. Frau Martini, würden Sie im Nachhinein sagen, der Mann, den Sie geheiratet haben, ist ein unbekanntes Wesen für Sie? Nicht gänzlich. Also klar, in diesen, also wenn Sie mich jetzt vor 3 Jahren gefragt hätten, was das Unwahrscheinlichste wäre, was mir passiert oder was mir passieren könnte, dann wäre, ich glaube, ich wäre nicht mal drauf gekommen. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass man hat ja mit einem Menschen auch, ja auch lange zusammengelebt. Also wir waren ja auch gerade zu Corona-Zeiten, da war man ja auch sehr intensiv zusammen. Mhm. Und wir waren ja auch fast 2 Jahre verheiratet. Und ich würde schon sagen, dass so gänzlich unbekannt nicht. Und eben auch in diesen Persönlichkeitszügen, die das ja vielleicht auch verursacht haben, da würde ich jetzt sagen, da war, ist schon so, dass ich da schon auch gewusst habe, mit wem ich da zusammen war, aber natürlich in der Dramatik und in der Tragweite natürlich nicht. Erzählen Sie doch mal, Sie sagen ja, Sie waren eine ganze Zeit zusammen, davor war das Kennenlernen, damit wir uns so ein bisschen einfühlen können. In was haben Sie sich denn verliebt, wenn Sie an ihr Kennenlernen und die Zeit danach zurückdenken? Also Pietro war ein sehr liebevoller Mann, auch ja, also unglaublich toll, auch mit seinen Kindern und hatte einen hohen Anspruch an sich, war auch ein Mann oder ein Mensch, der auch versucht hat immer, oder der auch sehr viel Sicherheit tatsächlich transportiert hat. Also er hat ja neben dem Vollzeitjob hat er als Klettertrainer gearbeitet und wenn man ihn da auch erlebt hat, war es einfach so, dass er da sehr bedacht darauf war, auch jemand anders ein gutes Gefühl zu geben oder da tatsächlich auch sehr fürsorglich auftrat. Und das war natürlich was, was ja, wo man sich auch also wo man sich auch verliebt hat, weil man sich da auch so abgeholt gefühlt hat. Das wollte ich sagen. Sie schreiben ihn heute noch da sehr liebevoll rückwirkend. Mhm. Also sie hat es schon richtig, es war eine tiefe Liebe. War eine tiefe Liebe, war auch tatsächlich so von der Intensität am Anfang, war es wirklich ja, sehr verliebt und ja, sehr intensiv auch und auch über die Zeit. Also klar ist es so, welche Beziehung ist denn perfekt oder hat man nicht auch mal Höhen und Tiefen. Aber generell, ich würde jetzt auch sagen, dass wir auch immer im Austausch waren oder auch immer miteinander gesprochen haben. Er war auch ein Mann, der eher viel gesprochen hat, also auch tatsächlich auch über Gefühle und das war auch oder ganz viel sehr interessiert an Politik und an gesellschaftlichen Themen. Also wir waren da auch wirklich im Austausch. Also Sie haben ja dann auch geheiratet und so wie Sie das beschreiben in der Zeit danach, Sie waren im Austausch und Sie haben gesagt, er hat sich ja auch selbstständig gemacht. Mhm. War Geld, waren Finanzen in irgendeiner Form Thema? Wusste ich damals nicht. Also es war so, dass wir beide angestellt sind und eigentlich da auch unser Einkommen haben und auch gut haben. Und dass diese Selbstständigkeit, das war halt, er wollte sich da verwirklichen. Und das war für ihn halt ein Traum. Und natürlich hat man oder unterstützt man seinen Partner ja auch in den Sachen, wovon er träumt oder wo er halt hin möchte. Im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, und das ist, kann sich jeder vorstellen, wenn ich an allen Bereichen hundertprozentig da sein möchte, also ein hundertprozentiger Vater, ein hundertprozentig irgendwo im Job gut, dann irgendwie die Selbstständigkeit aufbauen. Man kann, also man hat ja nur das, was man geben kann an Ressourcen und an Zeit. Und ich glaube, das war so das, wo man auch in der Partnerschaft schon gemerkt hat, da ist jemand einfach ständig in der Überforderung drin. Okay. Ja, und
in der Partnerschaft mitgehangen, mitgefangen. Wird man ja da auch so ein Stück weit mit reingezogen. Ja, also das war so eine Belastung haben Sie gespürt. Das war da. Das war auch da. Ja. Es kam dann der 8. Juni 22. Mhm. Sie haben sich verabschiedet. Was hatte Ihr Mann vor? Also es war so, dass er ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, der in Norditalien wohnt, im Trentino. Mhm. Und da es immer so im Raum stand, dass dann noch eine Aussprache oder dass er sich, also da war wirklich ein Kontaktabbruch, auch ich glaube fast über ein Jahr. Und da sollte eine Aussprache stattfinden. Und da er ja dort auch aufgewachsen ist, war dann die Idee, dass er dort auch wirklich über ein paar Tage, oder nicht ein paar Tage, also dass er wirklich noch einen Tag dranhängt, guckt, wie das läuft und dann dort auch klettern geht. Weil es war jetzt nicht einfach bloß, dass er wandern gegangen ist, sondern er ist wirklich, also es war Eisklettern, er ist wirklich in die Wand reingegangen. Und das war eigentlich so der Plan. Und haben Sie dann an dem Tag telefoniert? Wir haben diesen Tag tatsächlich noch zur Hälfte miteinander verbracht, haben noch Mittag gegessen, sich dann verabschiedet. Und man hat dann wirklich miteinander gesprochen. Und ich habe mir Sorgen gemacht, weil das ist einfach auch, also klettern gehen ist eigentlich eh gefährlich, wenn man es alleine macht. Mhm. Dann wusste ich ja auch, dass da was sehr Emotionales auch bevorstand und dass ihn das auch bedrückt hat. Und es war mir eigentlich gar nicht so recht. Er war jetzt aber auch natürlich ein sehr stolzer Mann, wo das auch nichts geändert hätte. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, du, ich mache mir Sorgen und mach's bitte nicht, hätte ihn das auch nicht unbedingt abgehalten. Und dann ist dann einfach auch der Punkt in der Partnerschaft, wo man sagt, okay, ich mache dann jemand nicht noch mehr Stress. Jemand ist ja auch erwachsen und kann das entscheiden. Aber Sie hatten an dem Tag dann, auch als er weg war, als er dort angekommen ist, noch Kontakt? Noch Kontakt. Also auch die Verabschiedung, es war, er hat mich in den Arm genommen, er hat gesagt, ja, ich liebe dich, mach dir keine Sorgen und ich bin morgen wieder da. Und ich habe eben noch gesagt, pass bitte auf dich auf, auch deine Kinder, die brauchen dich, ja, also guck da wirklich, achte da auf dich. Und er hat dann gemeint, nee, du musst dir keine Sorgen machen, ich bin Profi und morgen Abend wieder da. Und wir haben dann aber auch wirklich noch telefoniert. An diesem Tag, am 8., stand dann auch schon dieses Treffen mit dem Vater quasi auf dem Plan. Was nach seinen Angaben sehr ungut lief. Also er ist dann losgefahren, ist zum Vater gefahren, hat dann gesagt, okay, das war ganz furchtbar, die haben sich gleich gestritten und so. Da gibt es aber unterschiedliche Aussagen, also der Vater schildert das ganz anders. Und hat dann aber, ist in einem Hotel abgestiegen dort und hat gesagt, okay, jetzt bin ich hier und es ist ja meine Jugendgegend und ich gehe jetzt einfach in den Berg und kriege den Kopf wieder frei. Dann kam der Donnerstagmorgen, der 9. Juni. Da haben Sie noch eine Sprachnachricht bekommen. Wir haben auch am Morgen noch lange telefoniert, weil er hat auch mit mir noch drüber gesprochen, über dieses Gespräch, was mit dem Vater stattgefunden hat. Und er hat mich dann noch versucht, er hat dann auch gesagt, du, ich guck mal, wie es wird, also wie sich das Wetter hält und ob ich richtig klettern gehe. Und hat mir dann noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich sitze hier gerade an einem Fluss, es ist wunderschön, ich wünschte, dass du hier wärst, ich liebe dich und bis später. Und das war im Prinzip da, zu der Zeit dann das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Dann war Funkstille. Dann war Funkstille. Also dann habe ich mir aber noch nicht so Sorgen gemacht, weil es ja, ich habe gedacht, der ist klettern, es kann auch immer sein, dass man da in einem Funkloch ist oder dass der Akku leer ist oder irgendwas. So als es dann zum Abend, als es auf den Abend zuging, hat man natürlich gedacht, okay, er ist jetzt auch irgendwie wieder am Auto. Also selbst wenn es der Akku ist, hat er dann wieder Strom. Mhm. Und da ging es dann los, dass man sich wirklich, oder dass ich mir dann wirklich Sorgen gemacht habe. Und als es dann später Abend war, rief dann auch seine Mutter an. Die Eltern sind getrennt und die Mutter lebt auf Sardinien. Die ja auch von diesem Treffen mit dem Vater wusste, der er auch eine Sprachnachricht geschickt hat. Und die sich auch Sorgen gemacht hat. Also wir waren dann beide, haben ständig hin und her telefoniert. Man hat sich aber auch versucht zu beruhigen. Also so ungefähr, jetzt warten wir ab und vielleicht ist er irgendwo aufgehalten worden. Ja, kann ja sein. Getroffen. Oder hat sich verstiegen. Oder, und dann wurde es aber weit nach Mitternacht. Und dann waren wir mit der Mutter und dann hat sie gesagt, sie ruft jetzt die Polizei an. Und dann wurde das im Prinzip schon angeleiert. Und dann war die Polizei involviert. Und, ja. Sind Sie dann auch dorthin gefahren? Also es wurde dann morgen und es war, ich war völlig fertig mit den Nerven. Also ich habe, glaube ich, gefühlt keine Minute
ein Auge zugemacht. Und dann am nächsten Morgen kamen dann so die ersten Telefonate auch mit der Polizei dort, wo dann relativ schnell feststand, wir fahren, also die Familie ist schon auf dem Weg und wir fahren dahin und wir müssen da vor Ort sein. Und dann kamen meine Eltern, weil ich war gar nicht in der Lage zu fahren, also so aufgeregt. Mhm. Und sein Bruder kam und dann sind wir gemeinsam runtergefahren und waren eigentlich am darauffolgenden Tag, erst am Donnerstag verschwunden. Und am Freitagabend waren wir dann schon vor Ort. Im gleichen Hotel, in dem er abgestiegen war. Und die Polizei hat auch schon eine Suchaktion gestartet? Das war in vollem Gange. Also das war, das ist eigentlich ein sehr kleiner Ort, Carisolo, sehr, sehr schön. Und das ganze Ausmaß hat man dann am nächsten Morgen gesehen. Das war eine kleine Polizeistation, wo so viele Leute waren. Also die sind ja zu Hunderten da in den, da war die Bergrettung war vor Ort, es waren Hundestaffeln vom Zoll waren da, es war Polizei, also es war wie so eine Kommandozentrale. Zu Hunderten haben sie ihn gesucht? Genau, also die Hubschrauber sind quasi im Stundentakt, haben die Leute da hoch in den Berg gebracht. Er hat auch gesagt, dass er in den Gletscher geht und die sind direkt in den Gletscher geflogen und haben ihn dort im Gletscher gesucht. Wie haben Sie das ausgehalten? Also waren Sie vor Ort, waren Sie im Hotel, was haben Sie gemacht? Wir waren vor Ort, also es wollte ja auch dauernd jemand was von uns wissen. Wissen Sie, welche Route er gehen wollte und was hat er angehabt und so. Und das war echt schlimm. Also dort, wo man das dann gesehen hat, vorher hat man sich ja immer noch eingeredet, Mensch, der ruft jetzt gleich an oder es klärt sich jetzt auf oder er hat sich jetzt irgendwie nur das Bein verstaucht und hat halt länger. Und als man da vor Ort das dann gesehen hat, was da auch für ein Aufgebot war, da ist das so richtig gesagt, oh, das ist richtig ernst. Also das ist wirklich jetzt richtig ernst. Und und die Tage waren tatsächlich, da wollte ständig jemand was von einem. Das war irgendwie auch schlimm, weil man hatte immer so das Gefühl, oh Gott, wenn mir jetzt nicht irgendwie die richtige Farbe von der Jacke einfällt, dann finden sie ihn. Also es ist so ganz schlimm, was da so im Kopf passiert. Ist es richtig, dass da auch ein Schuh dann gefunden wurde? Ja, es ist ein Schuh. Und das waren auch so Momente, wo man dann so denkt, und oh, Gott sei Dank, nee, ist nicht sein Schuh. Aber am schlimmsten waren tatsächlich die Nächte. Also die Nächte waren, da habe ich wirklich gedacht, ich werd verrückt. Ich glaube, nach der zweiten Nacht habe ich schon gedacht, hoffentlich find, egal wie und wenn's, ganz schwer verletzt, irgendwie kommen wir damit klar oder hoffentlich finden sie ihn überhaupt, dass das irgendwo, dass dieses Warten und dieses Hoffen und das war die Hölle. Ja. Man spürt das immer noch, wie es Ihnen nahe geht. Es war vielen, vielen Dank, dass Sie uns das so erzählen, also dass Sie sich da so öffnen. Sie haben ja schon gesagt, das ging über Tage. Irgendwann wurden dann alle in der Feuerwache zusammengetrommelt und eine Spezialstaffel kam da mit einer überraschenden Vermutung auf die Rettungskräfte und auf Sie zu. Erzählen Sie mal, was da... Das war dann der Sonntag, im Prinzip so der dritte Tag nach seinem Verschwinden. Und da hat man am Morgen schon gemerkt, es hat sich was verändert. Also da ist schon, es kam ja extra eine Hundestaffel aus Bozen, die noch mal ganz neu eine Spur aufgenommen haben. Die gesagt haben, nee, da oben, die Hunde schlagen nicht an. Wir machen jetzt noch mal das Auto auf und gucken jetzt wirklich noch mal, lassen die Hunde wirklich vom Auto absuchen. Mhm. Und auf einmal war so, hat man gemerkt, die gehen nicht mehr in den Berg hoch. Also da startet jetzt nicht schon wieder der nächste Rettungstrupp. Und die Fragen wurden auch anders. Ungefähr, wenn da jetzt jemand an dem Auto gewesen wäre, wer könnte das sein? Also wo man sich denkt, hä, was wollen die jetzt von einem? Und gegen Mittag war es dann so, dass wir zusammengetrommelt wurden in so einem kleinen Raum in dieser Feuerwache. Und da hat man dann gesagt, diese Hundestaffel ist ihm auf die, also hat das gesehen, dass er nicht wirklich wandern oder klettern gegangen ist, sondern dass er nur ein Stück weit auf diesen Berg raufgegangen ist und dann quasi, die haben das so ausgedrückt, also entweder er muss zurückgegangen sein oder dort in ein Auto gestiegen oder er hat sich in Luft aufgelöst. Also es konnte nicht sein, das, was er angegeben hat. Und dann haben die natürlich geguckt, gerade die Polizei, dann haben die angefangen, in eine ganz andere Richtung zu ermitteln und haben dann versucht, wo sind Überwachungskameras. Die haben sehr schnell unser Auto gefunden gehabt und haben dann wirklich geguckt, wo sind Überwachungskameras. Und es war tatsächlich eine Überwachungskamera von einer Pizzeria. Die haben ihren Eingang überwacht. Das war ewig weit weg, aber es war eine 4K-Kamera. Und die hatte unser Auto im Visier. Und da hat man gesehen, es war jemand
ganz kurze Zeit später war wieder am Auto, hat dann einen Rucksack, hat Gepäck rausgeholt und ist halt zur Bushaltestelle. Und das war so der Moment, wo die dann uns zusammengetrommelt haben und gesagt haben, also es ist so, dass es sich in über 90% ist er freiwillig gegangen und er ist dort in diesen Bus gestiegen und er ist quasi nicht in diesem Berg verunfallt. Und das war echt ein Moment, dass ich habe mich echt gefühlt, als ob mir jemanden einmal kaltes Wasser über dem Kopf ausschüttet. Bergretter, die sind zum Teil, die sind so auf, also ich glaube, da ist sogar ein Stuhl umgeflogen, weil die so wild aufgestanden, die sind sofort raus. Also die haben ja Tag und Nacht gesucht, also die waren ja auch mit den Nerven am Ende, die haben ihr Leben da aufs Spiel gesetzt. Und das war auch, also ich weiß gar nicht, was man dafür, also so unglaubliche Scham auch diesen Menschen gegenüber. Scham. So ein ungläubig, ja, also auch Erleichterung, weil sie wussten, der ja, ist, ja, das schon auch. Das Schlimmste ist ja nicht passiert. Das Schlimmste ist nicht passiert und also das war ja auch, dass die mich immer gefragt haben, also Frau Martini, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann freiwillig gegangen ist? Und ich habe gesagt, na ja, also ausschließend, dass Männer Frauen verlassen, das passiert, ja, wäre ich nicht die Erste, nicht die Letzte. Sag ich, aber nie im Leben verlässt er seine Kinder. Also ich habe da ja wirklich, also es war so das Abwegigste. Und ich wollte dann auch in dem Moment auch einfach nur raus und allein sein und ins Hotel. Und es war wirklich, also wie Sie sagen, auch ein Stück weit Erleichterung. Das ist ja so Wahnsinn, was der Kopf macht in so einer Situation. Also ich hab immer auf diese Berge geschaut, die ja wunderschön sind. Und dann gab es so dieses letzte Überwachungsbild von ihm. Also bis dato wusste man das letzte Bild, wo er aus diesem Hotel rauskommt. Und das war auch ganz schlimm, weil man so denkt, das war da auf dieser Wache, hing das da und da denkt man, oh Gott, vielleicht ist das so das allerletzte Bild, was von ihm aufgenommen wurde. Und da hat er so einen gelben, orangen Rucksack und man guckt immer auf die Berge und man denkt sich immer, oh Gott, sieht man irgendwo was? Also total bescheuert, aber... Aber im Grunde mussten Sie sich ja fragen, was ist jetzt da passiert? Ja. Also eben noch haben Sie gebibbert, Sie haben diesen geliebten Ehemann, Sie haben um sein Leben gebangt. Ja. Und auf einmal sieht es so aus, als würde er sein Verschwinden, im Grunde seinen Tod vortäuschen. Ja. Wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Unfassbar. Also ich habe mir ein richtiger Kloß im Hals stecken geblieben. Weil vor allem eine geliebte Person, die einem so nahe steht, mit dem man jeden Tag Nacht verbringt, auf einmal nicht mehr da ist. Allein der Gedanke schon, wenn was passiert wäre und dann noch... Diese Situation, dieses Unverständnis, dieses Warum, was ist der Hintergrund, schrecklich. Wenn wir uns das vorstellen, das ist ja nicht das einzige Mal, ja, Sie sind ja kein Einzelfall, dass Menschen aus Beziehungen plötzlich verschwinden. Nicht immer täuschen sie einen Tod vor, aber manche sind einfach nicht da. Welche Gründe kann das haben? Manchmal sind es sehr banale Dinge und aus meiner Erfahrung ist es manchmal auch ein Gefühl. Ganz stark sind Schamgefühle und Schuldgefühle und dann rutscht man so rein. Das heißt, er hat vielleicht eine Hypothek mitgebracht in die Beziehung, eine Vorgeschichte, die ihn schon beschämt hat und hat vielleicht, ich spekuliere jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen Futter haben, vielleicht sich sein Idealbild dann in der Beziehung geformt und merkte, dass ihm das vielleicht wieder nicht so gelingt, warum auch immer. Und dann nimmt natürlich Angst und ich spüre ganz viel Anspannung, Angst, auch jetzt in der Übertragung von Ihnen, diese Verlustangst vielleicht, die dann passiert ist. Und für ihn war es vielleicht einfach no way back. Also es ging kein Weg zurück. Er hatte plötzlich vielleicht durch viele, viele kleine Entscheidungen dann parasuizidal, könnte man fast sagen, vielleicht nach dem Gespräch mit dem Vater nochmal eine Kränkung erlebt. Und das ist dann so eine Sackgasse. So muss man sagen, Sie sind Psychologin. Wie sehr hat Sie das auch so in den Grundfesten erschüttert, dass Sie sich jetzt auch gefragt haben, Mensch, warum? Und, also das sehr und vor allen Dingen auch so, oh Gott, wieso habe ich das nicht gesehen oder was habe ich da nicht gesehen? Obwohl ich sagen muss, dass mir das im Nachhinein jetzt sehr geholfen hat, weil ich natürlich mich ja fast ein bisschen frei gelesen habe oder auch Fachliteratur, ich meine natürlich, und da auch guckt, ja. Und es gibt ja sowas wie, wenn man so sehr belastet ist, so diese dissoziative Füg, ja, also diese dissoziative Flucht. Bloß das war ja dann, ich meine, die Geschichte geht ja so ein bisschen weiter. Ja, es gab dann Fernsehsender, Fernsehsender, die auf den Fall aufmerksam geworden sind. Er hat sich dann
beim italienischen Fernsehen gemeldet. Sie waren in dieser Sendung zugeschaltet und haben angehört, was er erzählt hat. Was hat er gesagt? Also er ist ja im Sommer, im Juni verschwunden. Dann war im Herbst nichts. Und dann hat sich aber sein Vater noch mal bei einer großen Suchshow, Killer Visto ist sowas, wer hat ihn oder sie gesehen? Da sitzt ganz Italien vor dem Bildschirm und da werden vermisste Menschen gezeigt und die Leute rufen dann an. Und sein Vater hat sich dort gemeldet, die haben auch mit mir gesprochen. Und er muss das durch irgendjemand mitbekommen haben und hat sich dann dort selber gemeldet. Und die haben mich dann angerufen und haben gesagt, Frau Martini, ihr Mann hat uns ein Interview gegeben, 2 Tage vor Weihnachten. Und ich sollte dann hinkommen und dann habe ich gesagt, nee, 2 Tage vor Weihnachten, ich fahre jetzt da auch nicht runter. Und also er hat ja eh das Interview gegeben, aber wollte seinen Aufenthaltsort trotzdem geheim halten. Und die haben mich dann aber live dazugeschaltet. Also er hat das Interview gegeben, ich habe ihn dort tatsächlich das erste Mal nach 6 Monaten wieder gesehen. Und dort hat er dann gesagt, naja, dass der Papa halt in den Bergen gestorben ist. Das hat er sich gedacht, dass das für alle erstmal ein Schock sein wird, aber einer, der überwunden werden kann. Und, Keine Reue? Nee, und dass es eben finanzielle Ansprüche gibt. Also da kam ja, er hat ja massiv Geld vom Konto abgehoben. Und das sind nur die Sachen, von denen ich weiß. Also er hat ja da wirklich auch noch Geld zusammengerafft und hat das mitgenommen. Und dass da finanzielle Sachen sind, das wusste er, aber er hat sich gedacht, die werden schon irgendwie geklärt. Also es klärt sich. Und der Reporter, der ihn dort interviewt hat, der fragt ihn auch nach mir und ob er sich bei mir entschuldigen will. Und da sagt er dann halt, er liebt mich immer noch. Und ich wäre die allerbeste und tollste Ehefrau, die es gibt. Und er hätte ja alles verloren, weil er praktisch mich verloren hätte. Und bricht dann dort auch in Tränen aus. Und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ich war nur wütend. Nur wütend. Wenn Sie das jetzt so zusammennehmen, also wir reden ja über der Partner, das unbekannte Wesen. Wir können den Fall jetzt nicht bis ins Letzte ausloten, in allen Facetten. Aber die Frage ist ja, was hat das jetzt in Ihnen ausgelöst? Wo stehen Sie heute? Vertrauen Sie sich, vertrauen Sie anderen? Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich? Also ganz viel war ja, dass ich dann durch diese Berichterstattung natürlich recherchiert habe. Erstmal natürlich auch, eigentlich wollte ich was finden, was ihn entlastet. Also gerne hätte ich das so rausgefunden, diese dissoziative Füg, ja, also es ist dann aber so, dass jemand dann irgendwie 2 Euro in der Tasche hat, losgeht und irgendwo nach Monaten wieder auftaucht und dann aber auch Gedächtnisverlust hat. Und durch diesen Suchverlauf war einfach so klar, er hat das so sehr, also er hat das geplant über Wochen, er hat Geld abgehoben, er hat tatsächlich, also so ganz bitter noch nach Gentleman-Ganoven-Outfits hat er noch, also so ungefähr, wenn ich schon abhaue, will ich dabei noch gut aussehen. Also es waren so Sachen, wo man einfach nicht weiß, ob ich weinen oder lachen soll. Und natürlich sehe ich aber auch aus diesem Suchverlauf diese Überforderung, dieses, ich möchte, also ich habe dieses wahnsinnige Idealbild von mir und möchte überall der Beste sein. Und natürlich in so Krisenzeiten, da beißt einen die Realität einfach in den Hintern, ja, uns alle irgendwo. Und das war für ihn dieser Gesichtsverlust so schwer, dass er da lieber diesen Weg gegangen ist. Aber er stellt das ja so dar, dass er sich geopfert hat. Und aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das so, dass er eigentlich alle um sich herum geopfert hat. Aber wenn Sie am Ende noch mal in sich hineinschauen, wo stehen Sie heute? Was hat das hinterlassen? Ganz viel tatsächlich Selbstwirksamkeitsgefühl, weil ich mich gewehrt habe. Also ich habe ihn aufgesucht. Ich habe dadurch auch erreicht, dass ich die Scheidung, dass die durch ist. Also ich habe ihn, am Anfang ist es so, natürlich, man hat so das Vertrauen in sich selber. Warum habe ich das nicht gesehen? Das ist erstmal, das ist so, als ob so das ganze Leben, als ob das so ein Spiegel ist, der zerbrochen ist. Und das sind so 1000 Scherben. Fake. Ja. Also dieses, das ist ja unglaublich machtvoll, dieses sich rausnehmen, dem anderen eigentlich so in seinem eigenen Sud drin lassen, so dass der sich Gedanken macht, was ist eigentlich passiert. Und dem habe ich tatsächlich damit so ein bisschen die Macht genommen. Und eigentlich, muss ich sagen, habe ich ein großes Vertrauen in Menschen, die da sind und die auch toll und wertschätzend da waren. Und
die mich auch bestärkt haben in dieses, nee, ich muss mich da jetzt nicht schämen. Und es ist ja auch so eine Sache, also muss man so darüber reden, also muss man es öffentlich machen. Mhm. Und ich habe es wirklich so gesehen, nee, ich nehme wirklich meine eigene Geschichte da wieder in die Hand. Es waren da 1000 Scherben, wie Sie es beschrieben haben zunächst. Auch mit Hilfe Ihres Umfeldes haben Sie sie auf jeden Fall wieder so zusammengesetzt, dass Sie wieder Vertrauen haben und auch Selbstwirksamkeit entwickelt haben. Vielen Dank, Frau Martini, und alles Gute weiterhin. Herr Mayer, nun haben wir gerade bei Frau Martini ja gehört, dass ihr der Partner zum unbekannten Wesen geworden ist. Sie sind sich irgendwann mal selbstfremd gewesen, auch mit Auswirkungen auf Ihre Partnerschaft. Wenn Sie in dieser Zeit, Sie waren drogensüchtig, Sie haben Kokain genommen, in dem Spiegel angeschaut haben, wie würden Sie das beschreiben? Wie war das? Man ist komplett entfremdet von der Realität. Also man sieht sich selber an und man hasst diese Person. Oder ich habe mich selbst gehasst in dieser Zeit, weil ich mich selbst nicht verstanden habe, warum ich so bin, wie ich bin. Diese dissoziative Verhalten, so glaube ich, kann man das ein bisschen beschreiben. Man macht Sachen, auf die man nicht stolz ist, die nicht mit seinen Werten übereinstimmen. Der Droge geschuldet, anderen Umständen geschuldet, und man guckt sich im Spiegel an und man hasst diese Person. Man kann sich nicht im Spiegel angucken. Sie haben gesagt, Sie haben nichts gesehen, was Sie stolz gemacht hat. Davor konnten Sie auf einiges stolz sein, denn Sie waren, man kann schon sagen, im Sport durchaus ein Star in einer gewissen Szene. Sie waren einer der erfolgreichsten deutschen Freestyle-Skifahrer 2008, 2010 Freeskier of the Year. Sie waren bei Weltmeisterschaften dabei, bei Olympischen Spielen in Sochi dabei. Es ist ja eine Sportart der Extreme auch. Ja. War es das, was Sie gesucht haben, auch diesen Kick, die Grenzen? Mhm. Also der Sport an sich, klar, ist ein Extremsport gewesen. Man springt, man fährt die Berge herunter, man bereist die ganze Welt als junger Mensch. Ich bin Profi geworden, da war ich 18, habe von dem Sport leben können, hatte eine tolle, tolle Zeit. Und als Profisportler, um vorne dabei zu sein, muss man seine eigenen Grenzen ausloten, muss schauen, dass man besser wird. Mhm. Und hat da eben schon so irgendwo ein gewisses Leben am Limit, das man sich natürlich selber sucht. Wenn man dann, so war das bei mir der Fall, eben nicht mehr erfolgreich ist, das war vielen Verletzungen geschuldet, Probleme auch mit Schmerzmitteln dann bekommen. Mhm. Und man nicht mehr diese Glückshormone durch den Sport bekommt, weil man seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. War schon auch ein Abschiedsschmerz dieser Zeit gegenüber sozusagen. Und dann eben Mittelchen findet, wie in meinem Fall dann Kokain, Alkohol, die das Dopamin schneller in den Körper zurückführen und deutlich leichter ist, ist man dafür schon, glaube ich, sehr, sehr anfällig als Profisportler. Sie haben dann, als Sie schon Kokain genommen haben, eine Frau kennengelernt. Mhm. War das denn, wir reden heute immer wieder, natürlich, wenn wir über Partner, über Liebe reden, auch über das, was sie angesprochen hat. War das so ein langsames Sich-Kennenlernen oder war das gleich so, wow, jetzt hat es mich aber erwischt? Ja, es war ein langsames Sich-Annähern. So. Mhm. Und ich war in der Zeit schon kokainabhängig, noch nicht so stark, aber es hat schon mein Leben mitbestimmt auf jeden Fall. Und aus einer Liebelei ist eine Liebesbeziehung geworden. Das hat dann so 2-3 Monate gedauert. Und haben Sie es ihr erzählt? Ich habe sie nicht erzählt, nein. Ich habe ihr das von Anfang an verschwiegen, dass Warum? Ich Drogen genommen habe. Man muss ja ehrlich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein, wenn man Drogenprobleme hat, dass das unbedingt gesellschaftsfähig ist. Ne? Und ist auch kommt nicht so gut an, nicht so gut an, würde ich mal sagen. Ja. Und auch, das war eine sehr, sehr, ein junges Mädchen, kam aus einer guten Familie, Ärztefamilie. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich liebe dich und übrigens, ich bin drogenabhängig. Wäre vielleicht der richtige Ansatz gewesen, aber das habe ich nicht getan. Wie viel Kraft kann uns das kosten, so eine Seite von uns andauernd zu verbergen dann? Beides, nicht? Wir zeichnen ein Bild von uns, was auch funktioniert. Ja. Nicht? Und das braucht Energie, um das sauber oder rein zu halten. Und das Kokain, das nehmen wir dann woanders, nicht? Also das ist dann verheimlicht und verborgen. Richtig. Und das Problem ist, unser Hirn, ne, dissoziieren, spaltet ab oder trennt sich von bestimmten Aspekten, die wir nicht so mögen. Aber unser Unbewusstes, also Unwillkürliches, was in uns geschieht, auch das Fremde in uns selbst,
geht dann wieder zurück, ne, in das gezeichnete Bild und wird dann umso größer. Wie haben Sie sich denn verändert, wenn Sie Kokain genommen haben? Haben das Leute von außen gleich wahrgenommen? Also es haben Leute, ich weiß es nicht, ob es Leute von außen wahrgenommen haben, weil ich das ja sehr gut überspielen konnte, dass ich Kokain genommen habe. Aber es dieses, ich habe mich unterm Strich wie ein Arschloch verhalten, aber das nicht den anderen Menschen wesentlich, also sehendlich gegenüber. Also ich war jetzt nicht im Gespräch und war ein Arschloch, sondern das waren meine Verhaltensweisen, die, wie Sie gerade gesagt haben, die nicht sichtbare Seite. Dann erzählen meines Sie uns doch mal diese nicht sichtbare Arschlochseite meinerseits. Das war, ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Ich bin allein feiern gegangen, habe mich mit anderen Menschen umgeben, ich habe meine Freundin betrogen. Und das sind alles Sachen gewesen, die nicht mit meinen Werten, so wie ich hier heute sitze und auch davor sie gewesen sind, übereinstimmen. Und dann kommt ja irgendwann die Realität wieder zu tragen und man wacht auf und man hat nicht die Nase voll und ist nicht betrunken und denkt sich, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Und wie ist das überhaupt passiert? Und das ist dieses abgespaltene Verhalten, danke, was schrecklich ist. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke mir, was bist du für ein Arschloch? Eigentlich? Gegenüber der Freundin oder auch gegenüber Familie und gegenüber anderen? Diese Lügen oder dieses Lügenkonstrukt, diese Person, die man... Man spaltet sich ab, man gibt vor, diese Person zu sein, der tolle Sohn, der tolle Freund, Profisportler und ist das aber nicht auf der anderen Seite. Ne? Man ist zwei. Man ist zwei. Ja. Wüssten Sie, wie Sie reagieren in einer Partnerschaft, wenn Sie erfahren würden oder wüssten, der Partner nimmt Kokain? Ich glaube, das würde noch mal einen Unterschied machen, ob er es mir selber erzählen würde oder ob man es einfach entdeckt. Also es ist ja manchmal auch so, dass das es dann ja nicht irgendwas... Das sieht man ja manchmal an der Nase. Wie sollen Partner denn damit umgehen, wenn sie es dann irgendwann wissen? Auch wieder dieses Regulierende, nicht? Ja. Also freundlich, aber bestimmt. Also zu sagen, du bist mein du bist ein liebevoller, ein wunderbarer Mensch. Mhm. Ich liebe dich, aber ich glaube, dass du da ein Problem hast und ich würde dir gerne helfen, dass du das hinkriegst. Ich glaube, nach 4 Monaten ist es dann ja auch irgendwie rausgekommen. Hat sie es rausgefunden oder haben sie es ihr dann doch gesagt? Ich habe mich dann, also das waren kumulierte Ereignisse. Das heißt, ich habe mehr Druck. Ein Teil meines Freundeskreises hat es mitbekommen. Mhm. Damals war ich da nicht mehr so aktiv im Profisport oder nicht mehr Profisportler und habe im Immobiliengeschäft gearbeitet. Mein Geschäftspartner hat es mitbekommen. Meine Familie noch gar nicht. Und die haben zu mir gesagt, Benedikt, du veränderst dich, du musst was tun, weil du... Verrennst dich da. Genau. Verfährst Sie waren zum Beispiel auch in Striplokalen. Hat das vorher für Sie auch immer mal dazu gehört? Nö, gar nicht. Aber das war halt so, ich bin dort hingegangen, weil ich dort nicht verurteilt wurde und nicht mich mit irgendwelchen anderen Leuten umgeben musste, um Drogen zu nehmen und zu feiern, sondern musste ich es nicht allein machen daheim. So, das ist eine Drogensucht. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, wenn man das so verfahren sagt, aber nein, es ist eine Drogensucht. Und da wurde ich nicht dafür verurteilt, dass ich gekokst habe. So, auf gut Deutsch. Und als Ihre Freundin dann irgendwann mitbekommen hat, dass solche Sachen passieren, und es war ausgesprochen, war das dann das Ende der Lügen? Das war vorerst das Ende der Lügen, ja. Weil ich ja gesagt habe, ich bessere mich. Sie ist auch mit mir zusammengeblieben, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Mhm. Also das kann ich ihr nur hoch anrechnen. Und das war vorerst das Ende der Lügen, bis ich gesagt habe, also ich habe gesagt, ich ändere mich und ich nehme das in die Hand. Ich bin in ambulante Therapie gegangen, habe aber gemerkt, so, dass irgendwie funktioniert alles nicht. Und ich bin immer wieder rückfällig geworden. Die Abstände wurden vielleicht größer. Ich bin... was man dann als nächstes macht, den Jakobsweg gegangen. Das hat mir auch geholfen, eine Zeit lang. Bin wieder rückfällig geworden. Aber wie lange macht das eine Person mit, die man ja liebt? Das ist eine gute Frage. Also wie lange es geht ja da auch die Frage, gibt man eine zweite Chance, gibt man eine dritte Chance? Wie lange gepflastert mit Rückfällen ist der Weg aus der Sucht. Genau. Gepflastert. Man muss immer wieder die Chance haben. Genau. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr, wenn der Partner das nicht mehr erträgt. Ja. Das ist ganz individuell. Ja. Dann geht es dann halt nicht weiter. Genau. Ja. Und dann war mein Last Exit, meine letzte Chance quasi, ich gehe in die Klinik. Da war ich dann das erste Mal, ich glaube, 4 Monate. Sie ist immer noch mit mir zusammengeblieben. Wir sind
wir haben uns da nicht so viel gesehen. Ich war in der Klinik, habe meine Therapie gemacht, bin aus der Klinik raus. Dann ging es wieder für eine Zeit lang gut und ich bin wieder rückfällig geworden. Und das Absurde in dieser ganzen, an einer Sucht ist, ich war Profisportler und ich habe die Sachen, die ich mir vorgenommen habe zu erreichen, hinbekommen. Und das war das Einzige im Leben, was ich nicht unter Kontrolle hatte. Mhm. Ich hatte diese Sucht, dieses Verlangen, diese Rückfälle, ich hatte es nicht unter Kontrolle. Und ich konnte nicht erklären, warum. Warum ist das, warum passiert das? Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich wusste es damals nicht. Dann war ich wieder in der Klinik und bin dann, war ich länger, fast ein halbes Jahr aus der Klinik gekommen. Und seitdem geht es mir gut und ich habe keine Rückfälle mehr. Ich bin immer noch in Behandlung, also das wird auch nie aufhören. Aber ja, ich habe meine Partnerin, ich hatte wie so ein Doppelleben, den Kokain-Benedikt und den normalen Benedikt. Und sie hat immer wieder dran geglaubt, vielleicht ist das der Benedikt, genau, der wieder gewinnt, den ich kennengelernt habe, genau. den ich sehe. Irgendwann hat es dann aber nicht mehr gereicht für ihre Beziehung. Es hat irgendwann nicht mehr gereicht. Es ist einfach zu viel kaputt gegangen auf diesem Weg. Und wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Also, wer hat sich dann getrennt? Sie sich von mir. Sie sich von mir. Und das war schon nach dem zweiten Klinikaufenthalt. Was ich auch verstehe, weil ich meine, sie hat ein Lügenkonstrukt irgendwo mit kennengelernt. Und wie schwer ist es dann, da den Unterschied für sich selbst auch zu machen? Bleibt er so, wie er mir das jetzt, wie er jetzt ist? Oder nicht. Oder auch nicht. Und aber ich meine, ich habe so das Gefühl, Sie haben sich ja auch an ihr ein bisschen gehalten. Ne? Sie hat dazugestanden. Genau. Wie schwer war das für Sie, diese Trennung? Es war schwer, die Trennung. Aber welche Trennung ist nicht schwer? Ich glaube, was man sagen muss, es hätte es nicht Menschen in meinem Leben gegeben, die an mich glauben, meine Freundin, Familie, Partner. Es ist fast unmöglich, da wirklich rauszukommen, weil eine Droge doch was sehr, sehr Mächtiges ist. Und man schafft es nicht, ohne auch Hilfe anzunehmen. Und immer wieder fragt man sich, halte ich dann noch zu ihm, halte ich nicht mehr genau, zu ihm? Ja. Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir sehr gut, sonst würde ich nicht mit Ihnen hier sitzen. Ja. Mir geht es sehr gut. Ich habe das Ganze verarbeitet. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, da nochmal durchzugehen. Und, Sie leben ja heute auch wieder in einer Beziehung. Würden Sie sagen, aus dieser Zeit voller Lügen, muss man ja sagen, haben Sie was gelernt für die Zeit heute, auch für die Beziehung heute? Extrem. Also die Beziehung, die ich heute habe, ist eine Frau, die ich schon länger kenne und die mich auch mit dem Kokainbene, dem Lügenbene quasi kennt und diese Vorgeschichte kennt. Und da gibt es keinerlei Geheimnisse. Das ist einfach eine sehr starke Grundlage für die Beziehung. Und der Blick auf Sie selbst, ist der auch wieder klarer geworden? Der Blick auf mich selbst ist sehr klar geworden. Ich führe ein sehr, sehr ruhiges Leben. Ich habe den Profisport hinter mir gelassen. Ich habe die Sucht hinter mir gelassen. Man kann nie sagen, ich glaube, ein Süchtiger bleibt immer süchtig. Also Sie müssen wachsam bleiben. Man muss wachsam bleiben. Und es kann immer Rückfälle geben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man weiß, wie man damit dann in der Situation umgeht und da gut beraten ist. Und das Größte, was ich gelernt habe aus dem Ganzen, ist, Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und keine Scham davor haben, zu sagen, ich habe ein Problem, egal was es für ein Problem ist. Weil wenn man das nicht sagt und nicht nach außen trägt, dann kann einem auch nicht geholfen werden. Es gibt Situationen, da braucht man externe Hilfe. Ja. Dann vielen Dank, Herr Meyer, und alles Gute auch dafür, dass Sie sich selbst nicht mehr fremd sind. Ja. Vielen Dank. Gerade haben wir gehört, bei Ihnen war ja in der Beziehung, über die wir gesprochen haben, das Problem im Grunde von Anfang an da, durch die Kokainsucht. Bei Ihnen, über die Beziehung, die wir mit Ihnen reden, Frau Mehnert, war das ganz anders. Sie haben Ihren zweiten Mann mit Ende 30 kennengelernt. Würden Sie sagen, er war vielleicht sogar die große Liebe für Sie? Er war auf jeden Fall die große Liebe. Hatten Sie denn schon so eine große, tiefe, romantische Liebe vorher mal erlebt? Nee. Mein erster Mann war, ich wusste nicht, was die große Liebe ist. Ja. Bin aufgewachsen als Nachkriegszeit, in der Nachkriegszeit. Mhm. Mein erster Mann war mehr Freund als die große Liebe. Und dann
waren wir aber getrennt. Und ich habe mit meiner kleinen Tochter in einer kleinen Wohnung gewohnt in München und lernte ihn kennen. Es war die große Liebe einfach. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Wir haben uns auf, mein Mann war Oldtimer-Narr und wir haben uns auf einer Rallye kennengelernt. Dort war ich mit Freunden. Und ja, und vom ersten Tag, das war, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, beiderseitig. Ja. Also auch mein Mann, denke ich mal, für ihn war ich... Ihn hat es auch richtig erwischt. Ja. Ja. Was haben Sie dann so unternommen zusammen? Was hat da alles so gepasst? Ja, halt, wir waren viel unterwegs mit den Oldtimern. Er hat den Oldtimer. Und wir waren viel unterwegs. Mein Mann war großer Tänzer. Oh. Wir waren im Tanzclub und war einfach eine schöne Zeit. Also es hört sich so an, als ob Sie da eine Seite des Lebens kennengelernt haben, die vorher so in der Form noch gar nicht da war, oder? Zusammen tanzen gehen? Für mich nicht. Für mich war das, ja, war das alles neu. Das war einfach eine schöne Zeit. Haben Sie sich auch von ihm so richtig geliebt und hofiert gefühlt auch? Ja. Es war eigentlich der erste Mensch in meinem Leben, der mir auch mal ein nettes Wort gegeben hat und der mich auch mal in den Arm genommen hat. Das gab es in meiner ersten Ehe nicht und auch in meiner Kindheit nicht. Wenn Sie das sagen, mit Ende 30 haben Sie ihn kennengelernt. Ja. Wie sehr prägen die Art, wie wir aufwachsen, Herr Hagemeyer, und wie wir das Zuhause erleben, auch die Art, wie wir dann später Beziehung leben? Ja, natürlich prägt uns das. Und ich finde die Geschichte sehr anrührend, weil sie ja auch so begeistert immer noch ist, nicht? Also toll. Ja. Jetzt ist es so, Ihr Mann hat Spaß, hat Abenteuer in Ihr Leben gebracht. Finanziell lief es bei ihm nicht so ganz gut, ne? Ja. Da hat er nicht so das Händchen gehabt wie auf der Tanzfläche, oder? Ja, er war Fuhrunternehmer. Mhm. Und da muss ich ihm zu seinen Gunsten sagen, er hat Pech gehabt. Ja. Er ging in die Pleite. Und ja, und er hat es nicht mehr, nie mehr. Er war kein fauler Mensch. Er hat es nicht mehr geschafft, Fuß zu fassen. Er hat eine Pleite nach der anderen kam. Das passiert manchmal, ne? Trotz bestem Willen, dass es einfach nicht läuft. Er hat es wirklich versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Sie selbst waren ja die jüngste Friseurmeisterin in München. Ja. 22 war sie. Also das ist ja, ne? Ja. Sie hatten später auch mehrere gut laufende Geschäfte. Waren Sie dann eher alleine für die Finanzen? Und natürlich. Ja, er war pleite und ich... so ist es, ja. Es war ja klar, es war mein Mann. Ich habe ihn geliebt und... ich habe immer wieder an ihn geglaubt. Er hat wieder was Neues angefangen. Jetzt schafft das. Jetzt ist zumal Sie ja sagen, er war nicht faul, also er hat ja sein Bestes gegeben. So haben Sie's. Ja. Hat Sie das Ungleichgewicht, hat Sie also auch nicht gestört in dem Sinne? Ne? Das war halt so. Ja, natürlich macht man sich Gedanken. Und, aber wie gesagt, ich habe immer wieder an ihn geglaubt. Aber es ist. Ja, hat halt nicht funktioniert. Sie haben dann ja auch irgendwann entschieden, gemeinsam nach Teneriffa zu ziehen. Was war da so der Grund? Das war bei mir aus gesundheitlichen Gründen. Ich konnte mein Geschäft nicht mehr weiterführen. Ich habe ja zeitlang drei Geschäfte gehabt und es war einfach zu viel. Und bekam dann ein offenes Bein. In dem Beruf war das sehr, sehr schwierig, weiterzuarbeiten. Habe dann aber das noch geschafft, so lange, bis meine Tochter auch Meisterin wurde und mein Geschäft übernehmen konnte. Und dann haben wir das Haus in München verkauft und sind nach Teneriffa ausgegangen. Und das klingt natürlich auch erstmal alles sehr gut, die Sonne dort, Sie als Paar dort, Sie tun sich gut. Er hatte dann aber irgendwann einen Herzinfarkt und war dann zur Ruhe. Herzinfarkt, da war er schon so um die 75. Er war 14 Jahre älter als ich. Ja. Und dann nach dem Krankenhausaufenthalt musste er auf Kur. Er war Tscheche, er fuhr dann nach Karlsbad, machte dort eine Kur.
Und ab dieser Zeit, er ist schon vorher immer oft in der Tschechei gewesen, schon mal für 2 Wochen. Aber ab dieser Zeit war es dann so, dass er im Jahr mindestens 2, 3, oft 4 Mal geflogen ist und auch immer länger blieb. Und was hat er gesagt, was er da... Er hatte dort einen Oldtimer und den Oldtimer wollte er verkaufen und erst einmal restaurieren. Und immer wenn er dann nach Tschechei geflogen ist, dann, ja, ich habe, Schatz, ich hab wieder einen Interessenten, jetzt wird das Auto verkauft. Und ich habe ihm immer geglaubt, ich habe hundertprozentig geglaubt, dass es da keine andere Frau gibt. Und 2014, da waren Sie ja, ich glaube, schon über 30 Jahre verheiratet, oder? Ja. Da haben Sie dann eine Mail gefunden. Erzählen Sie mal, wie hat sich das ergeben? Es war so, wir haben, er hatte in der Tschechei keine Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Und immer wenn er dort war, war das zwischen uns besprochen. Wenn er dort war, habe ich in seine Mail geschaut und seine Reklame gelöscht. Aber die tschechischen Mails konnte ich ja nicht lesen. Also irgendwann kam da eine tschechische Mail und ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, was mich dazu bewogen hat, mir diese Mail zu übersetzen. Haben Sie sich übersetzen lassen? Ja. Einfach so aus dem Gefühl raus? Ja. Irgendwo war oben so ein Absatz und es hat sich so angehört wie Filmstudio auf Tschechisch. Okay. Es hat mich stutzig gemacht. Haben Sie gedacht, was hat denn mein Mann da mit Filmstudio zu tun? Und dann, dann habe ich die Mail übersetzt und da stand dann: Sehr geehrter Herr Menhardt, sehr gerne würden wir Sie mit Ihrer Partnerin zum Vortanzen einladen. Ja. Ja, wir haben hier gerade auch schon aus dem Publikum gedacht, gehört. Ich habe erst mal gedacht, das ist nicht die Mail. Ich habe es wieder alles zugemacht, wieder neu übersetzt. Es war die gleiche Mail. Und was dachten Sie? Waren Sie geschockt? Sind Sie erst mal irgendwie zu Hause nur rumgetigert? Oder was haben Sie? Erst mal Schockstarre. Die Knie sind gesprungen, gezittert, eiskalt. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und als ich mich aber dann beruhigt habe, habe ich ihn angerufen. Okay, direkt? Direkt. Ja. Und er hat es auch sofort zugegeben. Erstmal. Ja. Was hat er denn zugegeben? Das ist ja jetzt dass er eine Partnerin hat, mit der er tanzen geht. Ah. Eine Tanzpartnerin. Also eine Tanzpartnerin, genau, ja. Ah. Aber er war zu der Zeit ja schon 85. Ja. Ja, also, aber ich meine, für Liebe und da gibt es kein Alter, oder? Wie war er denn rüstig? War er denn rüstig? Ja, ja und dann... Sehr gut. Ja, und dann, wir hatten zu der Zeit einen kleinen Bungalow mit unten Apartment. Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, ab morgen lebst du unten im Apartment, mit mir nichts mehr. Ist er denn dann gleich nach Hause gekommen? Er ist am zweiten Tag gekommen. Ja. Und da war schon alles, was er besaß, unten. er wollte rein. Ich mit Koffer, er ist mit Taxi vom Flughafen gekommen. Er wollte rein und ich habe gesagt, bei mir nicht mehr. Du wohnst ab sofort unten und ich wohne oben. Und hat er denn dann so ein bisschen an der Tür gekratzt? Ja, und ja, so? Das war natürlich jetzt nicht so lustig. Er ist dann am Abend zu mir hochgekommen und wir haben die ganze Nacht mal laut, mal nicht so laut diskutiert über das. Er hat immer wieder behauptet, das wäre also nichts Festes, es wäre nur eine Tanzpartnerin. Aber? Und ja, da habe ich hab gesagt, ja, wie dumm hältst du mich? Also ich war jetzt 30 Jahre dumm genug, aber jetzt
Also Sie haben ihm das nicht geglaubt? Nein. Mhm. Also er war rüstig. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, was haben Sie dann gemacht? Wie ging es denn dann weiter? Also er war oben, er war unten. Hat er Ihnen denn weiter den Hof gemacht? Hat er versucht, wieder zurückzukommen? Haben Sie an eine zweite Chance gedacht, wie es weitergeht? Er war immer nett zu mir. Er war die 30 Jahre Ehe der beste Ehemann, den man sich wünschen kann. Er war auch dann noch nach der Trennung, er hat es versucht natürlich, aber für mich gibt es das nicht. Wenn ich, ich könnte mit einem Mann, der, wo ich weiß, der hat irgendwo eine andere, nicht weiterleben. Das war mir nicht möglich. Hatten Sie denn das Gefühl, ihn vielleicht doch auf plötzlich nicht mehr so zu kennen? Oder konnten Sie ihn einfach nur nicht mehr nah an sich ranlassen? Wie würden Sie das beschreiben? Ich konnte ihn erstmal schon überhaupt nicht mehr nah an mich ranlassen. Und es war auch nicht der Mann, den ich kenne, denn er hat mich ja 30 Jahre wirklich auch geliebt. Ich kenne von meinem Mann kein böses Wort, kein ungutes Wort. Er war immer gut zu mir und immer einfach für mich der beste Mann, den es gibt. Wenn Sie das so hochstellen, das war für Sie was ganz Besonderes, was Ihr Leben ja auch ausgemacht hat. Ja. Das hat Sie ja dann auch in Verzweiflung gestürzt. Was, wenn Sie das beschreiben würden, war das... Irgendwann war es einfach so schlimm, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das kann man ganz schwer beschreiben. Man hat nur noch den einen Gedanken, man kann nicht mehr, man will nicht mehr. Es geht so nicht weiter. Ich habe weder noch an meine Tochter, noch an die Familie, noch an Freunde gedacht. Das glaubt einen keiner, was das für eine Situation ist, wenn man meint, man muss jetzt Schluss machen. Hm. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, und Sie haben dann versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich wollte einfach nicht mehr weitermachen. So. Hat Sie denn jemand gerettet? Ich habe dann Tabletten genommen, und zwar von einer Sorte, wo ein Arzt mir empfohlen hat, wirklich nur eine zu nehmen. Frau Menhardt, Sie werden nicht mehr wach, wenn Sie mehr nehmen. Und von diesen Tabletten habe ich die ganze Schachtel genommen und noch 20 Schlaftabletten. Warum wurde ich gerettet? Weil ich diese Tabletten dummerweise mit Wein genommen habe. Und ich trinke mein ganzes Leben keinen Alkohol. Und das kam alles wieder raus. Und durch das habe ich diesen Selbstmordversuch überlebt. Ja, also ich glaube, wir sind bei allem bei ihm, nur würden wir das dummerweise gerne in ein glücklicher Weise umändern, oder? Also glücklicherweise haben Sie das so gemacht. Was braucht man, um nach sowas wieder Boden unter die Füße zu bekommen? Ich respektiere sehr Ihre Entscheidung, dass man sagt, wow, ich ertrage das nicht mehr, das ist so schlimm. Und dafür sollte man sich auch wirklich überlegen, ob man das Selbstmord nennt. Das ist kein Mord. Das ist ein verzweifelter Versuch, mit dem aufzuhören, was einen quält. Und das ist eigentlich ein Suizidversuch. Und das Wort Selbstmord ist halt im Umlauf, benutzen wir. Aber Sie sind da und das freut uns alle sehr, wirklich. Ja. Sie sind eine Bereicherung, da muss man ja mal wirklich sagen. Ihr Ex-Mann ist mittlerweile verstorben. Er ist dann irgendwann nach Prag gegangen. Wenn Sie heute an ihn denken, was geht dann in Ihnen vor? Ich bin einfach nur traurig, und wenn er noch leben würde und er würde zurückkommen, würde ich ihn sehr gerne wieder aufnehmen. Hm. Ist das aber vielleicht auch so etwas, was Ihnen hilft, diese 30 tollen Jahre auch nach wie vor als tolle Jahre zu sehen und auch wahrzunehmen? Sicher, ja. Also ja, Sie haben ihm schon verziehen, so ein bisschen, kann man sagen? Ja, ja. Ich habe dann auch mal ein Gedicht verfasst, das beim Frankfurter Buchverlag veröffentlicht wurde. Ja. Eben meinem Mann zuliebe. Schön. Glauben Sie denn noch an die Liebe? Ja. Ja. Ja.
Das ist schön. Nicht mehr für mich, aber... Ach so. Ich dachte. Dazu bin ich zu alt. Sie leben aber nach wie vor auf Teneriffa. Ja. Wie geht es Ihnen denn? Sehr gut. Mir ist in meinem ganzen Leben nicht so gut gegangen wie jetzt. Ach, ich habe das Haus verkauft, habe jetzt eine kleine Wohnung, habe super gute Freunde um mich, die sich um mich kümmern. Die Tochter ist in München, die hat nach wie vor ihr Friseursalon. Und sie besucht mich. Ich fliege jetzt nicht mehr nach München. Mhm. Dazu bin ich zu alt. Und was genießen Sie so an Ihrem Leben gerade? Einfach tun und lassen können, was ich will. Aufstehen können, wann ich will. Frühstücken, wann ich will. Einfach nur diese Freiheit, für mich die Zeit zu haben. Es ist so schön zu wissen, dass es Ihnen gut geht. Und genießen Sie das Frühstücken, die Sonne, all das, was dazu gehört. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Hagemeyer, was verbergen Menschen denn nach ihrer reichen Erfahrung gerne in Partnerschaften? Es sind ja nicht immer nur Geliebte, die man für sich behält. Ja, ja. Was ist das? Was behält man gern für sich? Es sind vielleicht kleine Fehler, also dieses Bild, was man von sich zeichnet. Kleine Neigungen, kleine, vielleicht auch sexuelle, erotische Dinge, die man verbirgt. Ne? Ego-Sex ist ja so ein Begriff vielleicht, dass man mit sich selber mehr oder lieber Sex hat als mit dem Partner oder der Partnerin, weil es über die Zeit vielleicht dann auch ein bisschen verblasst. Und die Leidenschaft, was auch völlig normal ist. Plötzlich führen wir eine Beziehung mit einem Menschen, der anfänglicher Eros ist, irgendwie im Urlaub oder in Rente. Und dann ist es eine Frage der Toleranz und des sich Öffnens im Gespräch. Kann der Partner das auch außerhalb der Beziehung sich holen, was er so will? Und deshalb sind es häufig Geheimnisse, mit Scham und Schuldgefühlen verdeckt sind. Und die Frage ist, schafft die andere Seite in der Partnerschaft das auszuhalten. Und man sagt es nicht, weil man Verlustangst hat, weil man denkt, vielleicht, wenn ich abgelehnt werde, dann... Genau, es sind die zwei zu nah, also sozusagen Angst davor, die eigenen Freiheitsgrade zu verlieren und Angst davor, den anderen zu verlieren. Und es gibt einen lustigen Spruch an der Stelle, ich weiß nicht, wer den gemacht hat, aber es gibt zwei Ängste, die eine Partnerschaft begleiten. Die Angst, es könnte vorbei sein, und die Angst, es könnte ewig dauern. Am Anfang weiß man es ja nicht. Ne? Das ist ja auch das Spannende, dass wenn wir uns kennen, dass wir dann erstmal füreinander ja, wenn man so will, unbekannte Wesen sind. Frau Richter, Sie sind als Tochter einer Unternehmerfamilie sehr wohlhabend. Ich habe es am Anfang schon gesagt, bei Ihnen beiden prallen erstmal unterschiedliche Welten aufeinander. Sie haben lange auf der Straße gelebt, von außen betrachtet, wie gesagt, zwei Lebensbereiche, die man erstmal zusammenbringen muss. Aber als Sie sich kennengelernt haben, spielte all das keine Rolle. Sie haben sich in der Psychiatrie kennengelernt. Was erinnern Sie sich noch so an die ersten Eindrücke von ihm, an die ersten Blicke, was Sie mit ihm verbunden haben und in welcher Situation das war? Also ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn da immer so vor mir saß, im Profil. Er war immer an seinem Handy. Entweder hat er sich eine Zigarette gedreht oder er saß am Handy. Ja. Und es war... Er hat einen coolen Eindruck gemacht und es war aber keine Liebe auf den ersten Blick. Nee, was war Ihr erster Eindruck? Haben Sie gleich wahrgenommen? Nee. Ich habe nur zu Katja Ehrmann gesagt, dreh dir deine Zigaretten selbst. Dreh deine Zigaretten selbst. Ja, ich konnte es nicht und ich habe mich immer so ein bisschen durchgemogelt. Und ist es denn so, dass Sie sich ganz romantisch dann auch auf dem Raucherbalkon dann näher kennengelernt haben? Genau, das ist so der zentrale Ort dort, in der Raucherbalkon, wo die Kommunikation stattfindet und wo man sich dann auch näher kommt. Und wann war denn so der Punkt, dass Sie gemerkt haben, ja, da ist was, da schlägt das Herz vielleicht ein bisschen schneller. Wann war dieser Punkt? Also wir hatten uns ja auf zwei Stationen gesehen. Erstmal die geschlossene, da war noch irgendwie sehr viel Distanz. Und wie gesagt, auch eher das Genervte, weil ich auch noch nicht so ganz in meiner Mitte war. Und dann auf der offenen Station, dann ging es mir besser. Und da war der Balkon auch noch ein bisschen kuscheliger und gemütlicher. Und da sind wir dann auch sehr nah beieinander gesessen. Das war eher so eine lange Bank. Ja.
Und kam so eine Vertrautheit. Und da kam dann langsam so ein Kennenlernen, so ein mehr tiefer in die Augen blicken und da fing es dann langsam an. Ja. Wir spüren das schon, ne? Wir kriegen das schon mit. Wenn Sie das so sagen, Sie waren noch nicht so in Ihrer Mitte, warum waren Sie denn in der Psychiatrie? Also ich habe schizoaffektive Psychosen immer mal wieder. Immer wenn ich in Überforderungssituationen reinkomme, in besondere Lebensumstände, die mich belasten, die mich überfordern, da schaffe ich irgendwie den Punkt nicht so ganz. Normal die Notbremse zu ziehen, sondern meine Psyche, mein Verstand verselbstständigt sich dann und dann wird das eine Psychose. Ja. Wir möchten Sie beide ja auch kennenlernen. Ne? Sie sind in Stuttgart aufgewachsen, wie gesagt, als Einzelkind dieses Unternehmer-Ehepaars. Ihre Eltern hatten eine Großbuchbinderei. Sie sagen, das war auch. Sie sind behütet aufgewachsen. Sie haben dann auch Buchbinderin gelernt, auch an der Hochschule der Medien studiert. Aber den Betrieb haben Sie dann nicht übernommen. Ne? Was hat für Sie auch dagegen gesprochen, das weiterzumachen? Also mein Papa hat mich im Prinzip auch gewarnt und gesagt, du musst so hart und viel arbeiten und es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Ja. Also, und auch der Preiskampf in der Branche wird immer härter und die Großen gewinnen und die Kleinen sterben. Und er hat sich und seine Firma eigentlich als zu klein auch angesehen. Und sie haben es mir nicht empfohlen. Wenn ich jetzt einen Bruder oder einen Partner gehabt hätte, wäre es vielleicht zu zweit noch eher zu stemmen gewesen. Aber da ich allein war, war es irgendwie doch eine Nummer zu groß. Aber gab es schon so eine Erwartung, Kind, sowas beruflich aus dem machen sollst du schon? Also auf jeden Fall. Ja? Meine Eltern waren schon leistungsorientiert und gesagt, also du kannst alles machen, du sollst alles machen, machst Abitur, du studierst, dann machst du deinen Doktor, du kannst alles machen und ja, also schon so dieses, du hast alle Möglichkeiten, nutze sie und... Das hat ja was Motivierendes, ne? Du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles machen. War da auch ein bisschen, haben Sie auch ein bisschen Druck gespürt? Ja, ja, auf jeden Fall. Auch gar nicht so sehr von meinen Eltern vielleicht. Also, aber so dieses Gesellschaftliche, ich habe das nicht so als Chance gesehen, sondern eher so, du musst funktionieren, funktionieren in dieser Gesellschaft. Ja. Und das habe ich immer ein Stück irgendwo nicht geschafft oder auch ein bisschen verweigert, irgendwie auch unbewusst oder auch durch die Psychose. Die Psychose hat mir auch klar gesagt, wenn du zu weit gehst, wenn du dich überforderst, dann tick ich als dein Verstand erstmal aus, dann mache ich da nicht mit. Und ich habe das nicht geschafft zu funktionieren und ich habe es nicht aus meiner Mitte herausgemacht, aus meiner Herzensbewegung, sondern es war so eine Kopfsache, du musst irgendwie hier klarkommen und funktionieren. Und das war für mich so negativ behaftet. Auch so dieses bürgerliche Leben mit Haus, Kinder, Mann, Beruf. Ich hatte eigentlich schon als ganz junge Frau das Gefühl, da bin ich völlig überfordert. Dieses bürgerliche Leben haben Sie auch nicht gelebt, was Sie jetzt gerade so beschrieben haben. Ne? Wenn wir Sie beide kennenlernen wollen, wie würden Sie Ihre Kindheit, auch Ihre Eltern beschreiben, uns in der Runde? Komplett das Gegenteil. Also, Gegenteil. Was heißt das? Mein Vater war Alkoholiker, gewalttätig. Und ich habe irgendwann, glaube ich, mit 15, da wollte ich ihn töten. Halt. Da habe ich denen gesagt, nee, es reicht. Und, Sie hatten auch einen Bruder? Ja, genau. Gegen wen ist Ihr Vater denn gewalttätig geworden? Gegen uns beide. Gegen Sie beide? Ja, genau. Ihr Bruder war älter? Der war 5 Jahre älter. Hat der versucht, Sie zu beschützen? Dann? Ja, klar, aber der hat dann natürlich die Prügel dann abbekommen. Aber ich habe dann mit 15 ganz klar gesagt, so jetzt reicht's. Und dann bin ich dann auch ein Jahr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Und ist es richtig, dass es auch Übergriffe durch Ihren Vater gab? Ja, ich habe da auch, das Problem war, ich bin mit 30 in die Therapie gegangen und ich hätte 18 plus 10 Jahre, dann wären die Taten nicht verjährt gewesen. Also ich war aber schon 30, also war es verjährt. Ich habe einen Strafantrag gestellt damals und habe dann auch ganz klar gesagt, ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben, habe meinen Namen geändert und ja. Sie kamen mit 15, Sie haben schon angedeutet, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Schon davor waren Sie ab und zu auch auf der Straße zum Übernachten, auch aufgrund der Situation zu Hause.
Die nächste Station war dann die Jugendhilfe für schwer Erziehbare. Mit 20 ging es dann richtig in die Obdachlosigkeit. Es gab eine erste Ehe. Als die dann mit 29 auseinanderging, sind sie so richtig auf der Straße gelandet. Die letzten 13 Jahre wurden sie aber begleitet von einer Hündin, einer Husky. Mhm. Was hat Ihnen diese Begleiterin bedeutet? Wie würden Sie das? Alles in meinem Leben. Alles in Ihrem Leben, ja. Also wir haben uns damals gesehen und erst wollte ich die Hündin, wollte ich wieder umkehren und habe ich gesagt, okay, Mensch, guckst dir mal den Hund an. Und dann hat der Vorbesitzer die Tür aufgemacht und dann kam da so ein ganz irres Hündchen raus und ich dachte, oh Gott. Und dann, aber das war irgendwie, für uns war das so Liebe auf den ersten Blick. Ja, wollte ich gerade sagen, das hört sich so an. Ja, ja, und dann sind wir eigentlich, ja. Wie würden Sie sie beschreiben? Auch Hunde haben ja Charaktere. Also wie war? Na, sie war eigentlich die Chefin in der Beziehung. Die Chefin? Ja. Sie, ja? Wie hat sich das geäußert? Na, sie hat halt, wenn sie zum Beispiel nicht genug zu fressen bekommen hat, also in der Corona-Zeit konnte ich halt nicht so viel füttern, da hat sie sich mit dem Kopf vor den Napf gelegt und hat mir den Arsch zugestellt. Okay, klare Symbolik. Ja. Oder wenn ich Besuch bekommen habe, weiblichen Besuch, dann hat sie gesagt, nö, das ist mein Bett und hat sich ins Bett gelegt. Okay. Irgendwann ging es ihr dann nicht mehr gut. Woran war sie erkrankt? Was war? Sie war halt schon recht alt und dann hat sie irgendwann Krebs in der Milchleiste bekommen. Und das wurde dann halt immer härter und härter. Und wie schwer war das für Sie, als es ihr dann immer schlechter und schlechter ging? Ich habe zu ihr immer gesagt, Gina, du hast mich, wo du jung warst, nicht im Stich gelassen, jetzt bist du alt und ich lasse dich auch nicht im Stich. Und ich habe dann zum Schluss, die kam nicht mehr aufs Bett rauf, dann habe ich mit ihr zum Schluss auf der Hundedecke geschlafen. Und manchmal stand sie dann auch und hat sich dann nachts eingepinkelt. Und ich habe dann immer gesagt, Gina, das ist nicht so schlimm, du kannst nichts dafür. Und ja. Und Sie haben ihr ein Versprechen gegeben. Mhm, genau. Also ihren Todestag habe ich halt exakt geplant. Also ich habe wirklich beim Floristen Blumen bestellt. Ich habe alles exakt gemacht. Ich habe ihr noch einmal was Schönes zu essen gekauft. Und dann habe ich ihr gesagt, bevor sie die Spritze bekommen hat, ich bringe dich raus nach Remseck. Also in Remseck begann unsere Beziehung. Da haben wir zusammen das erste Lebensjahr verbracht. Und ja, und da habe ich sie quer durch die Republik. Ja, 14 Stunden habe ich die Asche dort hingebracht. Als sie sich dann endgültig verabschiedet haben, davor war ja alles geplant, aber so wie Sie das beschreiben, sie war alles da in dieser Zeit. Wie ging es Ihnen dann da? Ich habe es erst gar nicht richtig wahrgenommen. Also das kam mir vor wie Urlaub. So, das war, also es war, ja, war einfach nicht so wirklich real. Also ich habe sie, sie lag da halt schon tot und ich habe sie einfach weiter gestreichelt und immer weiter und immer weiter und dann irgendwann kam dann die Bestatterin, dann wurde sie ins Auto gebracht, da habe ich sie noch einmal gestreichelt und dann war die Tür zu. Und dann irgendwann sind sie dann auch zusammengebrochen eigentlich, ob dieses Verlustes. Und das war dann die Situation, als sie sich beide getroffen haben in der Psychiatrie. Waren Sie denn, ich meine, in diesen verletzlichen Situationen, in denen Sie ja im Grunde waren, Sie aus einer Überforderung vielleicht wieder, so wie Sie es beschreiben, in der Psychose, Sie aufgrund dieses Verlustes einfach platt. Waren Sie denn offen für Gefühle oder waren Sie eigentlich noch mit sich selbst sehr beschäftigt? Wie würden Sie das machen? Also ich war viel offener. Ja? Also es war, mein Herz und meine Seele haben sich für ihn entschieden. Der Kopf war eigentlich noch gar nicht so ganz irgendwie wieder eingeschaltet. Also der war noch so ein bisschen im Ausnahmezustand und Sie haben sich dann also kennengelernt, der Kopf im Ausnahmezustand, aber irgendwie das Gefühl war da. Ja. Dann haben Sie ihm irgendwann Ihren Kontostand gezeigt, richtig? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, macht man im Normalzustand. Ich mach das einfach nicht. Ja, aber ich weiß nicht, er hat mir das auch alles nicht so. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich eine schöne Wohnung habe irgendwie und 89 Quadratmeter und das hat er mir nicht geglaubt. Das hat er mir nicht geglaubt. Also, ich soll mir erzählen. Wie kam das bei Ihnen an, als Sie da auf einmal so. Ich habe
gesagt, ich habe nur gesagt, mach das weg. Ja. Ja. War Ihnen denn dann schon klar, welche Leben Sie hinter sich haben? Also war Ihnen klar, was er schon erlebt hat? Nee, mir war es noch nicht so ganz klar. Das kam dann erst so, als unsere Beziehung dann anfing und als wir dann auch entlassen worden sind. Oder wir haben uns ja auch selber entlassen, mehr oder weniger. Also du dich auf jeden Fall. Und als wir dann so in die Beziehung einstiegen, da kam dann natürlich viel, viel auch zutage. Und es wurde auch noch ganz schön turbulent. Aber, ja. Inwiefern? Ja, dass ich noch mal krank wurde und wieder rein, wieder raus. Und, aber das wer hat denn wem als Erste die Gefühle offenbart? Ist ja immer noch mal so ein Schritt. Ne? Man versteht sich gut, man ist da. Aber, oder war das ganz natürlich irgendwann? Ich hatte auf der Aufnahme tatsächlich ein Einzelzimmer. Ja. Das war Zufall. Und da habe ich ihn rein entführt. Ja, da war es kein Einzelzimmer mehr. Da war es ja. Aber da kam dann natürlich sofort die Pflege hinterher. Und kam es zu nicht viel. Ja, aber das erklärt dann kein schon gemischtes, eigentlich. Keine gemischten Zimmer. Wenn Sie das jetzt noch mal beschreiben, man lernt sich kennen. Sie waren erstmal unbekannte Wesen, ist ja im Prinzip so, oder? Wenn man sich kennenlernt, ist man sich unbekannt. Was hat er Ihnen gegeben? Was hat Sie angesprochen an ihm? Also gegeben hat er mir insofern nichts, aber er hat mich, sein Wesen hat mich einfach berührt. Sein Wesen, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Also ich habe ihn da auch so in der Traurigkeit erlebt oder in seiner authentischen Art, die mich einfach berührt hat. Und da hat einfach mein Herz reagiert. Ja. Spielt es auch eine Rolle, dass Sie gespürt haben, da ist einer, der hat nicht diese bürgerlichen Erwartungen an Sie im Grunde? Nee. Mm-mm. Nee, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nee. Mhm. Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich auch einen sehr spirituellen Weg gehe und jeden Tag meditiere. Das ist auch ein Teil, der mir sehr hilft. Und mein Ego-Verstand ist da schon ganz gut ausgeschaltet und ich kann da ganz gut im Sein, im Gefühl sein. Und also vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, die Beziehung. Also das. Ja. Aber wenn wir jetzt so dieses Kennenlernen sehen und dieses Welten, die sich da aufeinander zubewegen. Ist es dieses Unbekannte, was uns anzieht? Was passiert in diesem Moment des Verliebens eigentlich? Wissen wir das mittlerweile? Es gibt schon seit den 80ern gute Forschung dazu. Eine Sache fällt mir da ein, dass am Anfang das Anwerben ungerichtet ist. Also wenn man jetzt auf dieses Szenario in der psychiatrischen Klinik, auf dieser geschlossenen, dann auf der offenen, ich war ja selber auch Stationsarzt in so einer Einrichtung und weiß auch, dass da ungerichtetes Werben stattfindet. Also man präsentiert sich da schon von seiner besten Seite, so gut es geht, wenn man das hinkriegt. Nicht? Also krankheitsbedingt kriegen das natürlich nicht alle hin. Aber es bilden sich schon Ähnlichkeiten und man kann sogar an den Sitzgruppen nicht so herausfinden, welche Diagnosen da so sitzen, weil das Ähnliche sich mit dem Ähnlichen sofort erkennt. Und das ist ein unwillkürlicher, unbewusster Vorgang. Und wenn man dieses ungerichtete Anbandeln dann konkretisiert, dann entsteht natürlich was. Und man erkennt natürlich im anderen die eigene Verletztheit. Und man erkennt natürlich im anderen auch das Bedürfnis. Und das spiegelt sich, sieht sich, man erkennt sich. Und dann hat man den Map, wenn man so will. Und Sie haben ganz am Anfang mal in so einem Nebensatz gesagt, man muss sich irgendwie ähnlich sein. Ja. Also ziehen sich Gegensätze nicht an? Die Idee, dass der Deckel auf dem Topf, wie war das? Der Topf mit seinem Deckel. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Danke. Ja. Das ist eigentlich überholt. Es sind eigentlich zwei Töpfe, die auf dem Herd stehen. Und die sind ähnlich. Das ist die Idee. Man erkennt sich miteinander, die unbewussten Dinge auch. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich finde, sie verkörpern sinnbildlich auch die Idee einer guten Entwicklung, einer guten menschlichen Entwicklung, was Empathie betrifft. Ich glaube, ihr Ding ist diese Empathiefähigkeit. Hier vielleicht ein bisschen zu wenig erlebt in der bürgerlichen, herausfordernden, anspruchsvollen Familie. Und hier sehr viel Empathie, sehr behutsam, vorsichtig mit dem Tier.
auch so, das Leben auf der Straße kann ich mir extrem schwierig vorstellen. Und da muss man sehr sensibel, glaube ich, auch sein. Und das hat sich so, das ergänzt sich da auf dieser Ebene, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Was würden Sie denn sagen, Herr Richter? Was hat Sie denn angesprochen? In was haben Sie sich verliebt? Ja, Katie ist halt Katie. Ja, ich kann das eigentlich gar nicht. Was war neu? War da vielleicht auch so eine was Liebevolles? Ja, ich habe das nie gehabt. Also das, was ich bei Katie habe, so die. Zum Beispiel, ich konnte nie beim Küssen die Augen zumachen, weil ich immer dachte, ich kriege einen Knüppel über den Kopf, oder? Mhm. Aber bei Katie geht es halt. Da habe ich das Vertrauen. Sie sind dann ja auch zusammengezogen. Wie war das für Sie beide? Also vielleicht für Sie auch zunächst? Ist immer noch. Schwierig. Ja. Was sagen Sie? Wie erleben Sie dieses Zusammensein in der Wohnung? Also er bemüht sich unwahrscheinlich. Also das ist schon immer wieder zu spüren, dass er lernt und dass er also ich glaube, Gina hat ihn schon mal ein Stück weit beziehungsfähig gemacht. Also da hat er viel gelernt und jetzt geht's halt noch on top zu einem anderen Menschen und da will er lernen und bemüht sich. Aber es ist natürlich nicht so ganz. Was ist denn? Was würden Sie sagen? Was fällt denn schwer in diesem anderen Leben, diesem neuen Leben, wenn man so will, mit ihr? Ja, also es sind jetzt mittlerweile, jetzt wo der Eddie da ist, da geht's. Also da kann ich es in der Wohnung aushalten. Aber wenn Katja nicht da war, dann musste ich mal sofort raus aus der Wohnung. Dann konnte ich es nicht aushalten. Oder jetzt haben wir halt die Lösung gefunden. Im Schlafzimmer bleibt halt die Tür offen und dann kann ich, und ich hau mir, mach mir, weil ich kann eigentlich nur mit Geräuschen schlafen und dann mache ich so einen Knopf im Ohr und dann haben wir da einen Kompromiss. Ja. Und Eddie ist ein neuer Hund, richtig? Eddie ist ein neuer Hund, ja. Wie wichtig ist es, dass Sie wieder einen Hund haben? Ist sehr wichtig. Also ich habe halt, am Anfang habe ich gedacht, nee, okay, das geht nicht und wollte einmal und jetzt, ja, dann waren wir in Bulgarien und da lief Eddie rum und ich habe einfach gedacht, der ist es. Da war wieder dieser Moment. Mhm. Genau. Ja. Haben Sie Erfahrung mit Hunden? Keine, absolut keine. Das ist mein erster Hund. Aber er ist so liebevoll und dankbar und brav. Das gibt's gar nicht. Also er läuft jetzt ohne, er war ja auf der Straße in Bulgarien, er läuft ohne Leine jetzt, er folgt, er hört auf seinen Namen. Und also was, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfacheres als diesen Hund gibt's gar nicht für Hundeanfänger. Also wirklich ein Geschenk. Und schenken Sie sich auch, also schenkt sie Ihnen auch etwas? Oder sagt sie manchmal, mach doch mal das, oder lässt sie sie so sein, wie sie sind? Katja hat immer zu mir gesagt, Micha, guck, was dir Spaß macht. Such in Ruhe und du hast ohne Zeit. Stress. Ohne Stress, genau. Ist das nicht ganz klassisch? Wir lernen uns erst mal kennen. Füreinander sind wir unbekannte Wesen. Und dann bewegen sich diese Welten aufeinander und man sieht, wie es geht. Ja. Und man kann sich auch freimachen ein Stück weit von diesen Kognitionen, die manchmal auch irrational sind, was wir alles machen müssen und nicht dürfen, was wir gelernt haben, was uns geprägt hat. Also wird dann die Gesetze der Straße und die Gesetze des Bürgertums werden dann so ein bisschen versucht, nicht? So zu ignorieren oder nicht mehr so ernst zu nehmen. Und wir folgen vielleicht einem anderen, auch irrationalen Gedanken, nämlich, dass wir ein Paar sind. Das ist ja vermutlich auch irgendwo irrational. Aber das Schöne, es ist ja ein optimistischer, irrationaler Gedanke. Und das ist natürlich viel besser. Und wenn Sie sagen, wir sollten ähnlich sein, was kann aber auch bereichernd sein, bei aller Ähnlichkeit unterschiedliche Welten zu kennen? Ja, es gibt so eine Ratio 1 zu 4. Also 4 Nettigkeiten neutralisieren eine Unsäglichkeit. Okay. Ja, das kann man sich so ungefähr, ja, klar. Ja. Und wenn man so das ähnlich baut, unterschiedlich, 20% Unterschied, 80% ähnlich, das kann schon Spaß machen. Das kann auch ein bisschen mehr sein. Es gibt da so Arbeitsaufteilungen 70-30. Ne, du machst die Küche, ich nicht. Der Haushalt ist natürlich schon auch. Haushalt ist doch eine Herausforderung. Ja? Ja, Sie haben ja auch am Anfang gesagt, es gibt keine Beziehung, in der es nicht auch mal hakt und irgendwie schwierig ist. Was sind so Themen für Sie? Was würden Sie sagen? Haushalt höre ich raus. Was sonst so? Das Bier. Bier? Das Bier ist natürlich schon auch
ein Thema, ja, ja. Der Haushalt und das Bier. Wer die Flaschen wegbringt, oder? Die Trinkmenge, die er ja, dann doch manchmal... Ich hatte einen Scherz versucht. und wie, jetzt hatten wir das Thema ja schon mal ein bisschen. Wie reagieren Sie jetzt? Wie verhalten Sie sich da? Zeigen Sie Grenzen auch für sich? Also, ich kann schon auch mal zur Furie werden, aber da merke ich, da komme ich dann auch nicht weiter. Und wir brauchen Hilfe. Also wir machen auch ein bisschen Paartherapie. Paartherapie machen wir auch, weil die Kommunikation manchmal auch ein bisschen schwierig ist und die Begegnung und die Nähe nicht so klappt. Aber Es ist ja auch was anderes. Zieht Sie denn manchmal bei aller Nähe, bei all dem Schönen, was Sie erleben, auch zurück in Ihr altes Leben, weil Sie es gewohnt sind? Also ich muss manchmal schon raus, aber also im Moment habe ich ja ein komplett anderes Leben. Also Katjas Terminkalender, der ist eher was, wo ich eher mal, also ich würde da am liebsten mit dem Hammer draufhauen, also, weil ich diese Termine nicht abkann. Das Getaktete. Ja, genau. Aber jetzt mittlerweile, da geht das schon. Ja. Wie hat denn eigentlich Ihr Umfeld, wie hat Ihr Vater, Ihre Mutter ist, glaube ich, mittlerweile verstorben. Wie haben andere auf Ihre Beziehung reagiert? Ja, ganz unterschiedlich. Also schon erstmal so, hups, bist du sicher? Und als es dann auch darum ging zu heiraten, warum müsst ihr denn heiraten? Das ist doch nicht nötig und wir können doch erstmal so zusammenleben. Also aus meinem Umfeld war es schon auch immer mal eine kritische Frage. Und ja, auch so. Bist du dir sicher, nicht, dass er dein Geld will oder so, was ja dann bei Menschen, die wohlhabend sind, egal, wen sie kennenlernen, das, immer mal ein Thema ist? Das war bei einer Freundin auch ein Thema, ja. Sie hat ihm tatsächlich unterstellt, dass er nur hinterm Geld her ist. Aber das können Außenstehende da, glaube ich, nicht beurteilen. Sie sind ja mittlerweile verheiratet. Mhm. Wer hat da wem? Ja, da wird geklatscht. wer hat denn da den ersten Schritt gemacht von Ihnen? Wie ist das entstanden? Das war auch ich, ja. Ja? Also ich war da, also war da aber auch noch nicht so ganz in der Mitte. Ja? Aber ich war schon in meiner Mitte, aber mein Kopf war einfach leer. Also da war kein, oh Gott, wie wird denn das? Und diese Grübelei, diese sorgenvollen Gedanken irgendwie. Das war einfach ein Herzensweg. In welcher Situation, wenn Sie so beschreiben, wie ist das dann entstanden? Haben Sie einen Antrag gemacht oder einfach mal so nebenbei gefragt? Also es war unromantisch, wirklich ziemlich unromantisch, ja. Also wir waren in Lüneburg, er hat mir Lüneburg gezeigt, seine Heimatstadt. Und dann... Ich weiß gar nicht, habe ich dich gefragt irgendwie oder habe ich gesagt, wir machen das jetzt einfach? Nee. Nein, ich hab noch das Schloss gekauft und das haben wir dann an der Ilmenau festgemacht. Ja, so ein liebes Schloss haben wir gemacht. Und dann haben wir den Schlüssel in die Ilmenau geworfen und haben dann gesagt, per Sempre, genau. Mhm. Und dann war es eigentlich schon. Also man spürt, es war eine schöne Situation. Aber ganz genau. Wie war die Hochzeit? Ja, das war ein großes Fest. Mhm. Also, muss man sagen, Papa hat schon immer gesagt, der Brautvater zahlt. Und das war... Also, wenn schon, es wurde erst ein bisschen kleiner und dann wurde es immer größer, weil ich immer dachte, wir können teilweise die Leute nicht ausschließen und wenn, dann machen wir es richtig. Und dann, der Michael hat auch wahnsinnig geplant und es war ein wunderschönes Fest. Mhm. Es waren so 70 Gäste und in Stuttgart auf der Marienburg. Und, auch Freunde von Ihnen da? Von mir waren nur von der Wohnungslosenhilfe. Also mein Doc Martin, mein Arzt, unser Obdachlosenarzt, der war da und einige Sozialarbeiterinnen. Ich kenne vom Schnurren her noch eine Richterin, sitzt im Rollstuhl und wir waren auf einer Höhe. Auf Augenhöhe, genau. Ja. Da. Die war da und ja, wer war noch da? Ja. Marion war da. Marion ist eine Schneiderin aus Gwinn. Zu dem Zeitpunkt war ich noch obdachlos und sie hat halt
Ich habe sie gefragt, ob ich bei ihr in der Lederwerkstatt ein Praktikum machen kann. Mhm. Und sie hat gedacht, klar. Also hat mich völlig nicht ohne Berührungsängste kam sie mir entgegen. Und immer habe ich dann gedacht, ja Mensch, das wäre ja toll, wenn Marion auch das Kleid schneidern würde. Oh, wow. Ja. Das ist passiert. Mhm. Ach, das toll. Ist passiert, ja. Grüße an Marion auch. Und Sie haben dann auch eine Rede gehalten? Genau. Ja? Genau. Und, ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt in Bad Saulgau und in der Klinik. Und da war dann ein netter Mensch, der hat mir geholfen beim Formulieren. Und dann hatten wir so ein... Er war ein wahnsinniger Mensch. Also der konnte mit Worten, da hat man eine Gänsehaut bekommen, wenn der seine Gedichte geschrieben hat. Und da habe ich ihm gesagt, Mensch, Lukas, kannst du bitte meine Worte in deine Worte übersetzen? Und das hat er dann auch getan. Das hat gut geklappt. Mhm. Sie gehen jetzt, also man kriegt mit, Sie sind so mittendrin in der Beziehung, Paartherapie, aber man spürt auch, wie viel Liebe und Liebevolles bei Ihnen einfach da ist. Sie haben jetzt auch noch eine Reise geplant, stimmt's? Ja? Ja, eine Freundin feiert ihren 50. Geburtstag in Griechenland. Die haben sich da ein Haus gekauft und wir wollen jetzt die alte Wohnmobilgurke von meinem Papa nehmen. Die Wohnmobilgurke? Ja, die ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Also ich hoffe, die hält durch und dann fahren wir da 2.500 Kilometer mit Eddie im Wohnmobil nach Richtung Patras, ja. Dann wünschen wir Ihnen für diese Reise und für Ihre Liebe alles, alles Gute. Mein Partner, das unbekannte Wesen. Vielen Dank an Sie, Herr und Frau Richter. Und vielen Dank an unsere gesamte Runde nochmal. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema, wohin uns die Sehnsucht treibt. Und hören Sie gerne auch mal rein in unseren Nachtcafé-Podcast, Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal.